Igor Jevochin liebte die Moskauer Metros. Vor allem in den Stoßzeiten war es fast ausgeschlossen, in dem nie abreißenden, chaotischen Menschenstrom auf jemanden zu stoßen, den man kannte. Und wenn es doch einmal geschah, war es ein leichtes, blitzschnell im Menschengefühl unterzutauchen und zu verschwinden. Alexandra Marininas Romane spielen im Untergrund der neuen Moskauer Gesellschaft. Dort, wo der Zufall bestimmt, ob einer gewinnt oder verliert, ob er in der Menge entkommt oder erkannt wird. Eine flüchtige Begegnung kann ein Glücksfall oder ein Todesurteil sein. Moskau ist eine Stadt der schrillen Gegensätze. Alexandra Marinina schrieb ihre ersten Detektivromane in den Nachtstunden. Graute der Moskauer Morgen, fuhr sie ins Büro, wie andere auch. Die Frau, die sich Geschichten zwischen Gesetz und Gewalt ausdenkt, arbeitete jahrelang als Kriminalistin. Als Schriftstellerin begab sie sich mit Anfang 40 auf fremdes Terrain, wie eines ihrer Bücher heißt. 21 Bestseller veröffentlichte sie in 5 Jahren. Reich ist sie nach Moskauer Maßstäben dabei nicht geworden, aber berühmt. Sie gilt als Moskaus Krimi-Zarin oder auch als die russische Agatha Christie. Es ist ja lächerlich, wenn man mich mit Agatha Christie vergleicht. Wir beide haben nichts gemeinsam, außer vielleicht, dass wir Frauen sind. Bei Agatha Christie steht ein raffiniertes, ein rätselhaftes Verbrechen im Mittelpunkt. Die Individuen aber mit ihrem Leben und mit ihren Leiden, ihren Gedanken, die gibt es nicht. Für mich sind die Menschen mit ihren Motiven, ihrer Biografie und ihren Ängsten das Wichtigste. Mafiabosse, Verwandte, Passanten und gleich mehrere Gesetzesbrecher unterschiedlicher Couleur tauchen auf und verschwinden wieder. Der Autorin geht es nicht um die Tat, sondern um Täterprofile, die sie selbst in ihrem ersten Beruf jahrelang erstellt und ausgewertet hat. Ich habe keine Aufzeichnungen gesammelt und keine Tagebücher geführt. Alles ist in meinem Kopf, alles, was ich gehört, gesehen und erfahren habe, während ich die Verbrecher studierte. Irgendwann ist mir klar geworden, dass ich ein Buch darüber schreiben muss. Da bin ich aus Moskau weggefahren. Ich habe Urlaub genommen und eine Schreibmaschine eingepackt. Alles begann in einem Sanatorium. Hierhin zog sich Marina Alexejewna, so der bürgerliche Name der Autorin, zurück, um ihr erstes Buch zu schreiben. Auch ihre Heldin, Kommissarin Anastasia Kamenskaja, will sich dort von ihren Rückenschmerzen kurieren lassen, sich einen Kurschatten zulegen und an alles, nur nicht an Mord denken. Doch in dem harmlosen Ambiente einer russischen Klinik lauert die Hölle. Kamenskaja mit ihrer berufsbedingten Neugier gibt sich als Krimi-Übersetzerin aus. In Wahrheit agiert sie als verdeckte Ermittlerin in einem undurchsichtigen Fall. Sie flirtet mit Mördern, wird von Psychopathen heimgesucht und ärgert sich über arrogante Milizmachos. Und schließlich ergründet sie das Geheimnis, das sich hinter einer Zimmernummer verbirgt. Sie enttarnt ihre nette Nachbarin, eine feine ältere Dame und anerkannte Klavierlehrerin, als Chefin einer obskuren Filmfirma. Die Kunst dieser Cineasten besteht darin, dass sie während der Dreharbeiten im Auftrag morden. Die Toten in den Videos sind echt. Leute, die niemand vermissen wird, geraten in die finsteren Fänge dieses Pornoringes und ihrer grausamen Chefin, die sich dafür rächt, dass sie ihren Lebensanspruch als Pianistin nicht verwirklichen konnte. Gefilmt und gemordet wird zwischen Schwimmbad und Sauna. Ausgerechnet dort, wo arglose Patienten etwas Gutes für ihre Gesundheit tun wollen. Marinina entführt ihre Leser aus den Alltäglichkeiten eines Kurbetriebes in kriminelle Abgründe. Ich
Ich wähle niemals einen authentischen Kriminalfall, um ihn einfach nur nachzuerzählen. Das ist für mich uninteressant. Anfangs überlege ich, was ich mit dem betreffenden Roman erreichen will. Danach konstruiere ich aus all dem, was ich über Verbrechen und Verbrecher weiß, eine Geschichte, die mir bei meiner Absicht hilft. Eine Kommissarin wird zur Moralistin, denn die Polizei ist oft hilflos. Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Morde und der gewalttätigen Konflikte dramatisch gestiegen. Prostitution, Drogenhandel, Entführung und immer geht es um viel Geld. Ein Menschenleben zählt in der 9-Millionen-Metropole nicht viel. Diesen Satz hört man oft in Moskau. Das wohlhabende Moskau gibt sich unnahbar. Alles ist bewacht und gesichert. Man schottet sich ab gegen die Armut, den Abschaum, die Angst, die andere dunkle Seite der Stadt. Alles kann man haben, wenn das Geld reicht. Ein Buch kostet kaum mehr als einen Dollar. Für ein gutes Abendessen kann man bis zu 600 Dollar und mehr bezahlen. Die Moskauer leben damit, ohne zu fragen, woher plötzlicher Reichtum kommt. Auf welche Seite des Moskauer Lebens diese Schulabgänger geraten, ist so unsicher wie alles in dieser Stadt. Vielleicht hält man deshalb an Traditionen fest. Das letzte Schulglöckchen nach der Abschlussprüfung wird traditionell auf der Moskwa gefeiert. Alexandra Marinina ging noch zur Schule, als sie mit ihren Eltern von St. Petersburg nach Moskau zog. Der Vater arbeitete als Polizist, die Mutter als Juristin. Natürlich wurde ich streng erzogen. Das hatte allerdings nichts mit Gesetz und Ordnung zu tun. Mein Vater war eben ein besonderer Mensch und stellte hohe Erwartungen an mich, wie er sie auch an Erwachsene, an sich selbst gestellt hat. Das heißt, ich durfte nie mit der Note befriedigend oder ausreichend nach Hause kommen. Das bedeutet, dass ich die Schulaufgaben zwar gemacht hatte, aber nicht gut genug. Da habe ich mir gesagt, dann bring lieber ein Mangelhaft mit, das zeigt, dass du gar nichts getan hast. Das hat er verstanden. Er sagte, wenn du etwas machst, dann mache es ausgezeichnet. So unerbittlich hat er mich erzogen. Ich habe nie danach gestrebt, die Erste zu sein, nur um sagen zu können, ich bin die Erste. Aber ich wollte schon, dass meine Eltern mit mir zufrieden sind. Ich war ein folgsames Kind. So folgsam trat Marina dann auch in die beruflichen Fußstapfen ihrer Eltern. Eigentlich wollte sie auf die Filmhochschule, entschloss sich aber nach dem Tod des Vaters, Jura zu studieren. Später arbeitete sie in der Juristischen Akademie des Innenministeriums. Sie hielt Vorlesungen und unterrichtete Kollegen, die für die höhere Polizeilaufbahn vorgesehen waren, auf dem Gebiet der Kriminologie. 15 Jahre lang beschäftigte sich die Marinina mit psychisch gestörten Gewaltverbrechern und Serientätern. Diese Arbeit war nur zur Hälfte Schreibtischarbeit, weil ich sehr viel herumfahren und Gefängnisse und Straflager aufsuchen musste. Ich habe Täterprofile studiert, Personalakten gelesen, Gespräche geführt. Ich habe auch psychologische Tests durchgeführt und mich mit Lebensschicksalen beschäftigt. Das heißt, ich hatte sehr viel persönlichen Umgang mit den Tätern. Mitleid hatte ich allerdings selten. Nach Moskau zurückgekehrt, analysierte und verallgemeinerte ich die Materialien. Und ebenso wie Kamenskaya zog ich bestimmte Schlüsse zur Verbrechensbekämpfung. Die Gefängnisse sind überfüllt, die Polizei verrichtet ihre Arbeit. Der Alltag besteht aus Drogendelikten, Verkehrsunfällen, Schlägereien. Und das ist in der Realität selten so spannend wie im Krimi.
Milizionäre versichern Marinina, dass in ihren Büchern keine fachlichen Fehler zu finden seien. Das Innenministerium verlieh ihr 1995 den Preis für das beste Buch über die Polizeiarbeit. Eine Kamenskaja oder Frauen in Uniform trifft man allerdings selten auf einem Polizeirevier. Insofern ist die unkonventionelle Kommissarin, die sich immer wieder gegen die Vorbehalte ihrer Kollegen durchsetzt, schon eine Sensation für die Moskauer Leser. Verschiedene Verlage empfahlen Marinina, sich doch lieber einen männlichen Kommissar auszudenken. Inzwischen wenden sich immer mehr Autorinnen dem Genre Detektivroman zu. In den Buchregalen stapeln sich die Lady-Thriller. Alexandra Marinina war vor 5 Jahren die erste Krimidame von Moskau. Mittlerweile hat die Zahl ihrer gedruckten Bücher die 20 Millionen überschritten, die üblichen Raubkopien mit inbegriffen. Marininas Bücher wurden in 18 Sprachen übersetzt. Sie leistete sich ein größeres Büro. Hier trifft sie sich mit ihrem früheren Chef, der heute ihr Literaturagent ist. Beide sind seit Jahren ein Team. Immer wenn er befördert wurde, machte auch sie Karriere. Als sie in der Zeitschrift Miliz Kriminalgeschichten veröffentlichte, hatte er nichts dagegen. Als ein Verlag auf sie aufmerksam wurde und sich Ende der 90er Jahre die Anrufe von Lesern, Reportern und ausländischen Verlegern häuften, schien ihr das lediglich ein einträglicher Nebenverdienst zu sein. Ihr Chef Nathan Zablotzkis kam schließlich auf die Idee, dass sie beide die Uniform an den Nagel hängen und die Literatur zum Lebensinhalt machen. Die Entscheidung, Literaturagent zu werden, habe ich innerhalb von 4 Sekunden getroffen. Exakt 4 Sekunden. Es war im Arbeitszimmer unseres Institutsleiters. Gerade fand eine alles verändernde Umstrukturierung statt und wir haben darüber geredet, was nun werden sollte. Ich begriff, es war der Zeitpunkt gekommen, wo man sich entscheiden musste. Ich hatte verstanden, dass ich in 1 oder 2 Jahren in Rente gehen musste. Ich war noch nicht mal 50, aber ich hatte die Dienstaltersgrenze für einen Oberst schon erreicht. Marinina hatte zu diesem Zeitpunkt gerade 20 Laufbahnjahre hinter sich. Das war immerhin die obligatorische Zeit, um die Mindestpension zu bekommen. In diesem Moment habe ich beschlossen, ihr vorzuschlagen, dass wir aus dem Milizdienst ausscheiden. Ich denke, dass unser Tandem sich vor allem so gut eingespielt hat und schon viele Jahre zusammenhält, weil wir so sehr verschieden sind. Das heißt, dort, wo es nötig ist, mit Ausdauer zu arbeiten, geduldig zu grübeln, nicht wegzulaufen und sich 10-mal umzuschauen, dort bin ich die Richtige, weil ich bedächtig bin und eine Sache aussitzen kann. Nathan ist ein motorischer Mensch. Er ist energischer, zupackender und kann Dinge machen, die ich nicht fertig bringe. Er kann zum Beispiel Nein sagen. Alexandra Marinina lebt in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung an einer recht lauten Ecke der Stadt. Die fliegenden Händler schlagen hier ihre Märkte auf und auch Bücher werden wie üblich in Moskau unter freiem Himmel verkauft. Die Autorin wird von ihren Lesern oft auf der Straße oder beim Einkaufen angesprochen. Manchmal bekommt sie eine Rose als Dank für ein spannendes Buch geschenkt. Marininas erster Ratgeber ist nicht ihr Agent, sondern ihr Mann. Sergei Satochny, Professor an der Juristischen Akademie des Innenministeriums, beschäftigt sich mit organisierter Kriminalität, mit Mafia und Mord. Braucht sie einen spektakulären Fall oder eine fachliche Auskunft, macht es ihm Spaß, ihr einen Hinweis zu geben. Dafür taucht er auch immer wieder mal in ihren Büchern auf. Die beiden lernten sich vor 10 Jahren in der Straßenbahnlinie 27 kennen. Es war schon ziemlich spät, Feierabend. Die Straßenbahn von der U-Bahn-Station Wojkowskaja in Richtung Temir-Jasjewski-Park war überfüllt. Sie hielt an der Juristischen Akademie und es waren sehr viele Leute eingestiegen. Jeder stand so, wie es gerade kam.
Dem Mädchen neben mir habe ich angesehen, dass ihr das Gedränge unangenehm, peinlich war. In ihren Augen lag eine, entschuldigen Sie, gewisse Schwermut. Dieser Moment war so etwas wie Schicksal. Ich kann schwer sagen, was ich damals empfunden habe. Da fehlen mir die Worte. Seitdem trafen sich Mascha und Sergei nicht nur in der Bahn, sondern auch im Moskauer Sokolniki-Park. Dort zu flanieren oder den Pensionären beim Tanz zuzuschauen, ist für sie bis heute ein traditionelles Sonntagsvergnügen. Uns gefällt der Pavillon, wo die älteren, feingemachten Damen und Herren tanzen. Wir haben dort unsere Bekannten. Denen, die wir nicht kennen, geben wir einfach Spitznamen nach bestimmten Äußerlichkeiten. Der Glatzköpfige, der Dicke, die Geschminkte und so weiter. Nach einem Spaziergang im Sokolniki setzt sich die Marinina oft bis in die späte Nacht an den Computer. Während ihrer Institutsarbeit hatte sie bereits 18 Romane veröffentlicht. Als freie Autorin ist ihre literarische Ausbeute der letzten 2 Jahre geringer. Immer häufiger ist sie auf Anregungen Sergejs angewiesen, der früher Fahnder war und an der Beweisführung von Strafprozessen mitgearbeitet hat. Natürlich diskutieren wir viel und ich provoziere sie, damit es nicht bei den reinen Banalitäten aus dem Polizeialltag bleibt. Das Besondere bei Mascha ist, dass sie zwar ein Sujet aus dem Leben braucht, aber die eigentliche Story in ihrem Kopf konstruiert. Es gibt Tage, da komme ich von der Arbeit und sie sitzt am Schreibtisch und sagt, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll, vielleicht sollten wir einen Mord begehen. Die Moskauer haben sich an die Aufteilung ihrer Stadt in Machtbereiche der Mafia gewöhnt. Es gibt eine Rangfolge der kriminellen Delikte. Wirtschaftskriminalität bedeutet ein honoriges Vergehen. Sexualverbrechen und Straßenkriminalität hingegen gelten als verwerflich. Auch die Mafia hat kein Interesse, derartige Delikte in ihrem Einflussbereich geschehen zu lassen. Geschichten paktiert die Kommissarin Kamenskaya mit dem Mafioso Denisov, um einen schwierigen Fall zu lösen. Man kann natürlich nicht direkt Kontakt mit der Mafia aufnehmen, das käme schon in die Nähe von Korruption. Aber im Alltag, bei der Aufdeckung von Verbrechen, da ist auch die Mafia daran interessiert, Einfluss zu nehmen auf Märkte, die sie kontrolliert. Es gibt eine Vielzahl von Kompromissen und das ist gut. Плюс здесь, на мой взгляд, так же как и в ваших правоохранительных органах, безусловно существует. Ich hatte eine Begegnung mit einem Mafioso, der zu einem losen geheimen Kontakt mit uns bereit war. Ein anerkannter, geschätzter Mann, eine Autorität, so eine Art Pate. Негласный контакт с правоохранительными органами. Er hat uns Informationen über Personen gegeben, die Kinder in kriminelle Machenschaften reinzogen. Warum hat er das getan? Weil ihm als Junge so etwas widerfahren ist. Eine unangenehme Geschichte, die sein Leben von Grund auf veränderte. Deshalb wollte er dafür sorgen, dass das anderen nicht widerfährt. Thank you.
In ihrem Roman Der Rest war Schweigen wählt Marinina die Metro als Tatort einer zufälligen Begegnung zwischen mehreren Unbekannten. Die Mafia fühlt sich bei der Übergabe von Geheimdokumenten von einer jungen Frau beobachtet und verfolgt sie. Sie nahm den Weg über die Rolltreppe, die zum Übergang auf die andere Station führte. Igor ging hinter ihr und ließ sie nicht aus den Augen. Sie ging schneller, aber ruhigen Schritts, ohne sich umzusehen. Als sie die andere Station erreicht hatte, kam gerade eine Bahn, doch aus irgendeinem Grund stieg sie nicht ein, sondern blieb stehen. Die Metro entfernte sich wieder und Igor erkannte, dass auf dem leeren Bahnsteig außer der Unbekannten noch eine weitere Person zurückgeblieben war. Das gefiel Jerochin ganz und gar nicht. Weil die junge Frau einem Polizisten einen Zettel zusteckt, wird der Mann an der Station Taganskaja hinter einen Bauzaun gelockt. Der Milizionär, der die Notiz auch für Dollar nicht hergeben will, wird ermordet. Noch heute gleicht der im Roman beschriebene Tatort dem Originalschauplatz. Auch der Bauzaun steht noch, wie vor 3 Jahren, als Marininas Buch in Moskau erschien. Если взять соотношение погибших работников милиции с погибшими сотрудниками полиции, vergleicht man die Verbrechen an Milizionären mit dem, was in Deutschland, Amerika oder Japan passiert, so liegt die Zahl der Todesfälle bei uns um ein Vielfaches höher. Die Täter sind brutaler geworden. Sie sind bewaffnet und organisiert. Es wird geplant und oft stecken hinter vielen Verbrechen riesige Geldsummen. Vor 20 Jahren war es ein Tabu, einen Milizionär anzugreifen. Das ist heute Alltag und geschieht oft nur, um in den Besitz einer Waffe zu kommen. Galten Milizionäre noch in den 80er Jahren als Menschen ohne Fehl und Tadel, so hat sich ihr Bild in der Öffentlichkeit in letzter Zeit extrem verändert. Der schlecht bezahlte Polizist wird als durchweg korrupt, ängstlich und inkompetent dargestellt. Allen Ärger über die großen und kleinen Verbrecher bekommt er zu spüren. Почему-то газеты забыли о том, что есть и другие милиционеры, те, которые работают честно, высокопрофессионально. Aus irgendeinem Grund haben die Zeitungen völlig vergessen, dass es auch andere Milizionäre gibt, die ehrlich und professionell arbeiten und die ihren Beruf lieben. Wenn alle saufen, sich bestechen lassen oder Nebenjobs nachgehen, dann würde kein einziges Verbrechen aufgeklärt werden. Deshalb kränkt es mich sehr, dass die Leute tagtäglich in den Zeitungen Geschichten über schlechte Milizionäre lesen und nirgendwo über Anständige geschrieben wird. Aus dem Grund habe ich mir gedacht, wenn es doch richtige Profis bei der Polizei gibt, und das muss ich ja am besten wissen, dann sollen sie in meinen Büchern vorkommen. Aber ich tue natürlich nicht so, als bestehe die ganze Miliz nur aus grundehrlichen Leuten. Vielleicht ist es neben der Alltäglichkeit des Sujets und der Normalität der Helden auch die Hoffnung auf Recht, Ordnung und Sicherheit, die Marininas Bücher zu Bestsellern werden ließen. Seit kurzem können die Moskauer die Kultfigur Kamenskaja allabendlich auch im Fernsehen erleben. Die Station NTV verfilmte 6 Romane als Serie. Jelena Jakovlevna, am Theater sonst in Tschechow- oder Schiller-Dramen zu sehen, spielt die Titelrolle. Diese Kamenskaja sagt von sich, sie sei ein moralisches Monstrum. Immer stellt sie das Gefühl hinter ihren logisch-analytischen Verstand. Im Privatleben ist sie unzuverlässig, eine schlechte Köchin und Hausfrau. Morgens kommt sie nicht aus dem Bett, raucht viel zu viele Mentholzigaretten und trinkt literweise Kaffee. Nur eins liebt sie wirklich, ihren Beruf. Dafür ist sie bereit, alles aufs Spiel zu setzen, eine Nacht mit einem Killer in einer verschlossenen Wohnung zu verbringen oder es mit dem gefährlichsten Mafia-Boss aufzunehmen. Musik
Die Marinina entwirft das Bild einer modernen, unabhängigen und selbstbewussten Moskauerin und wird dafür zumeist auch von Leserinnen verehrt. Die Autorin bekennt, dass ihre Heldin 95% aller Eigenschaften von ihr selbst hat. Einen Roman ohne diese Figur zu schreiben, ist für Alexandra Marinina undenkbar. Ich kann mir das aus zwei Gründen nicht vorstellen. Der erste Grund besteht darin, dass ich meiner Heldin meine eigene Weltsicht, meine Denkweise, meine Logik mitgegeben habe. Ich kann nur über Gedanken und Gefühle schreiben, die ich selbst kenne. Bei einer anderen Figur ist das für mich nicht vorstellbar. Der zweite Grund: Die Leser wollen über Nastja etwas Neues erfahren. Sie erwarten jedes meiner Bücher mit Ungeduld. Sie wollen wissen, wie sich Nastjas weiteres Leben, das ihrer Freunde, ihrer Verwandten gestaltet. Wer bekommt Kinder? Wer heiratet wen? Sie wollen keinen anderen Helden. Ich weiß genau, dass es unter meinen Lesern sehr viele Studenten, arbeitslose Frauen und Rentner gibt. Wenn Sie ein Buch für 30 Rubel kaufen, dann bedeutet das, dass Sie auf irgendetwas Wichtiges verzichten, auf ein Mittagessen oder auf etwas anderes, das Sie sehr brauchen. Das tun Sie nur, weil Sie etwas über Nastja lesen möchten. Sie würden dann das Buch aufschlagen und Nastja wäre nicht mehr da. Ich kann Sie doch nicht enttäuschen. Und so wird sich Alexandra Marinina auch künftig, wenn die Dunkelheit über Moskau hereinbricht, an ihren Schreibtisch setzen und sich neue Morde ausdenken. Ihre Kommissarin Kamenskaja wird alle Kraft aufbieten müssen und sogar die Mafia um Hilfe bitten, um die Verbrecher der Stadt zur Strecke zu bringen. Jerochin liebte die Moskauer Metros. Vor allem in den Stoßzeiten war es fast ausgeschlossen, in dem nie abreißenden, chaotischen Menschenstrom auf jemanden zu stoßen, den man kannte. Und wenn es doch einmal geschah, war es ein leichtes, blitzschnell im Menschengefühl unterzutauchen und zu verschwinden. Alexandra Marininas Romane spielen im Untergrund der neuen Moskauer Gesellschaft. Dort, wo der Zufall bestimmt, ob einer gewinnt oder verliert, ob er in der Menge entkommt oder erkannt wird. Eine flüchtige Begegnung kann ein Glücksfall oder ein Todesurteil sein.
Moskau ist eine Stadt der schrillen Gegensätze. Alexandra Marinina schrieb ihre ersten Detektivromane in den Nachtstunden. Graute der Moskauer Morgen, fuhr sie ins Büro, wie andere auch. Die Frau, die sich Geschichten zwischen Gesetz und Gewalt ausdenkt, arbeitete jahrelang als Kriminalistin. Als Schriftstellerin begab sie sich mit Anfang 40 auf fremdes Terrain, wie eines ihrer Bücher heißt. 21 Bestseller veröffentlichte sie in 5 Jahren. Reich ist sie nach Moskauer Maßstäben dabei nicht geworden, aber berühmt. Sie gilt als Moskaus Krimi-Zarin oder auch als die russische Agatha Christie. Когда меня сравнивают с Агатой Кристи, es ist ja lächerlich, wenn man mich mit Agatha Christie vergleicht. Wir beide haben nichts gemeinsam, außer vielleicht, dass wir Frauen sind. Bei Agatha Christie steht ein raffiniertes, ein rätselhaftes Verbrechen im Mittelpunkt. Die Individuen aber mit ihrem Leben und mit ihren Leiden, ihren Gedanken, die gibt es nicht. Für mich sind die Menschen mit ihren Motiven, ihrer Biografie und ihren Ängsten das Wichtigste. Mafia-Bosse, Verwandte, Passanten und gleich mehrere Gesetzesbrecher unterschiedlicher Couleur tauchen auf und verschwinden wieder. Der Autorin geht es nicht um die Tat, sondern um Täterprofile, die sie selbst in ihrem ersten Beruf jahrelang erstellt und ausgewertet hat. Ich habe keine Aufzeichnung gesammelt und keine Tagebücher geführt. Alles ist in meinem Kopf, alles, was ich gehört, gesehen und erfahren habe, während ich die Verbrecher studierte. Irgendwann ist mir klar geworden, dass ich ein Buch darüber schreiben muss. Da bin ich aus Moskau weggefahren. Ich habe Urlaub genommen und eine Schreibmaschine eingepackt. Alles begann in einem Sanatorium. Hierhin zog sich Marina Alexejewna, so der bürgerliche Name der Autorin, zurück, um ihr erstes Buch zu schreiben. Auch ihre Heldin, Kommissarin Anastasia Kamenskaja, will sich dort von ihren Rückenschmerzen kurieren lassen, sich einen Kurschatten zulegen und an alles, nur nicht an Mord denken. Doch in dem harmlosen Ambiente einer russischen Klinik lauert die Hölle. Kamenskaja mit ihrer berufsbedingten Neugier gibt sich als Krimi-Übersetzerin aus. In Wahrheit agiert sie als verdeckte Ermittlerin in einem undurchsichtigen Fall. Sie flirtet mit Mördern, wird von Psychopathen heimgesucht und ärgert sich über arrogante Milizmachos. Und schließlich ergründet sie das Geheimnis, das sich hinter einer Zimmernummer verbirgt. Sie enttarnt ihre nette Nachbarin, eine feine ältere Dame und anerkannte Klavierlehrerin, als Chefin einer obskuren Filmfirma. Die Kunst dieser Cineasten besteht darin, dass sie während der Dreharbeiten im Auftrag morden. Die Toten in den Videos sind echt. Leute, die niemand vermissen wird, geraten in die finsteren Fänge dieses Pornoringes und ihrer grausamen Chefin, die sich dafür rächt, dass sie ihren Lebensanspruch als Pianistin nicht verwirklichen konnte. Gefilmt und gemordet wird zwischen Schwimmbad und Sauna. Ausgerechnet dort, wo arglose Patienten etwas Gutes für ihre Gesundheit tun wollen. Marinina entführt ihre Leser aus den Alltäglichkeiten eines Kurbetriebes in kriminelle Abgründe. Ich wähle niemals einen authentischen Kriminalfall, um ihn einfach nur nachzuerzählen. Das ist für mich uninteressant. Anfangs überlege ich, was ich mit dem betreffenden Roman erreichen will. Danach konstruiere ich aus all dem, was ich über Verbrechen und Verbrecher weiß, eine Geschichte, die mir bei meiner Absicht hilft. Eine Kommissarin wird zur Moralistin, denn die Polizei ist oft hilflos. Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Morde und der gewalttätigen Konflikte dramatisch gestiegen. Prostitution, Drogenhandel, Entführung. Und immer geht es um viel Geld.
Ein Menschenleben zählt in der 9-Millionen-Metropole nicht viel. Diesen Satz hört man oft in Moskau. Das wohlhabende Moskau gibt sich unnahbar. Alles ist bewacht und gesichert. Man schottet sich ab gegen die Armut, den Abschaum, die Angst, die andere dunkle Seite der Stadt. Alles kann man haben, wenn das Geld reicht. Ein Buch kostet kaum mehr als einen Dollar. Für ein gutes Abendessen kann man bis zu 600 Dollar und mehr bezahlen. Die Moskauer leben damit, ohne zu fragen, woher plötzlicher Reichtum kommt. Auf welche Seite des Moskauer Lebens diese Schulabgänger geraten, ist so unsicher wie alles in dieser Stadt. Vielleicht hält man deshalb an Traditionen fest. Das letzte Schulglöckchen nach der Abschlussprüfung wird traditionell auf der Moskwa gefeiert. Alexandra Marinina ging noch zur Schule, als sie mit ihren Eltern von St. Petersburg nach Moskau zog. Der Vater arbeitete als Polizist, die Mutter als Juristin. Natürlich wurde ich streng erzogen. Das hatte allerdings nichts mit Gesetz und Ordnung zu tun. Mein Vater war eben ein besonderer Mensch und stellte hohe Erwartungen an mich, wie er sie auch an Erwachsene, an sich selbst gestellt hat. Das heißt, ich durfte nie mit der Note befriedigend oder ausreichend nach Hause kommen. Das bedeutet, dass ich die Schulaufgaben zwar gemacht hatte, aber nicht gut genug. Da habe ich mir gesagt, dann bring lieber ein Mangelhaft mit, das zeigt, dass du gar nichts getan hast. Das hat er verstanden. Er sagte, wenn du etwas machst, dann mache es ausgezeichnet. So unerbittlich hat er mich erzogen. Ich habe nie danach gestrebt, die Erste zu sein, nur um sagen zu können, ich bin die Erste. Aber ich wollte schon, dass meine Eltern mit mir zufrieden sind. Ich war ein folgsames Kind. So folgsam trat Marina dann auch in die beruflichen Fußstapfen ihrer Eltern. Eigentlich wollte sie auf die Filmhochschule, entschloss sich aber nach dem Tod des Vaters, Jura zu studieren. Später arbeitete sie in der Juristischen Akademie des Innenministeriums. Sie hielt Vorlesungen und unterrichtete Kollegen, die für die höhere Polizeilaufbahn vorgesehen waren, auf dem Gebiet der Kriminologie. 15 Jahre lang beschäftigte sich die Marinina mit psychisch gestörten Gewaltverbrechern und Serientätern. Diese Arbeit war nur zur Hälfte Schreibtischarbeit, weil ich sehr viel herumfahren und Gefängnisse und Straflager aufsuchen musste. Ich habe Täterprofile studiert, Personalakten gelesen, Gespräche geführt. Ich habe auch psychologische Tests durchgeführt und mich mit Lebensschicksalen beschäftigt. Das heißt, ich hatte sehr viel persönlichen Umgang mit den Tätern. Mitleid hatte ich allerdings selten. Nach Moskau zurückgekehrt, analysierte und verallgemeinerte ich die Materialien. Und ebenso wie Kamenskaja zog ich bestimmte Schlüsse zur Verbrechensbekämpfung. Die Gefängnisse sind überfüllt, die Polizei verrichtet ihre Arbeit. Der Alltag besteht aus Drogendelikten, Verkehrsunfällen, Schlägereien. Und das ist in der Realität selten so spannend wie im Krimi. Milizionäre versichern Marinina, dass in ihren Büchern keine fachlichen Fehler zu finden seien. Das Innenministerium verlieh ihr 1995 den Preis für das beste Buch über die Polizeiarbeit. Eine Kamenskaja oder Frauen in Uniform trifft man allerdings selten auf einem Polizeirevier.
Insofern ist die unkonventionelle Kommissarin, die sich immer wieder gegen die Vorbehalte ihrer Kollegen durchsetzt, schon eine Sensation für die Moskauer Leser. Verschiedene Verlage empfahlen Marinina, sich doch lieber einen männlichen Kommissar auszudenken. Inzwischen wenden sich immer mehr Autorinnen dem Genre Detektivroman zu. In den Buchregalen stapeln sich die Lady-Thriller. Alexandra Marinina war vor 5 Jahren die erste Krimidame von Moskau. Mittlerweile hat die Zahl ihrer gedruckten Bücher die 20 Millionen überschritten, die üblichen Raubkopien mit inbegriffen. Marininas Bücher wurden in 18 Sprachen übersetzt. Sie leistete sich ein größeres Büro. Hier trifft sie sich mit ihrem früheren Chef, der heute ihr Literaturagent ist. Beide sind seit Jahren ein Team. Immer wenn er befördert wurde, machte auch sie Karriere. Als sie in der Zeitschrift Miliz Kriminalgeschichten veröffentlichte, hatte er nichts dagegen. Als ein Verlag auf sie aufmerksam wurde und sich Ende der 90er Jahre die Anrufe von Lesern, Reportern und ausländischen Verlegern häuften, schien ihr das lediglich ein einträglicher Nebenverdienst zu sein. Ihr Chef, Nathan Zablotskis, kam schließlich auf die Idee, dass sie beide die Uniform an den Nagel hängen und die Literatur zum Lebensinhalt machen. Die Entscheidung, Literaturagent zu werden, habe ich innerhalb von 4 Sekunden getroffen. Exakt 4 Sekunden. Es war im Arbeitszimmer unseres Institutsleiters. Gerade fand eine alles verändernde Umstrukturierung statt und wir haben darüber geredet, was nun werden sollte. Ich begriff, es war der Zeitpunkt gekommen, wo man sich entscheiden musste. Ich hatte verstanden, dass ich in 1 oder 2 Jahren in Rente gehen musste. Ich war noch nicht mal 50, aber ich hatte die Dienstaltersgrenze für einen Oberst schon erreicht. Marinina hatte zu diesem Zeitpunkt gerade 20 Laufbahnjahre hinter sich. Das war immerhin die obligatorische Zeit, um die Mindestpension zu bekommen. In diesem Moment habe ich beschlossen, ihr vorzuschlagen, dass wir aus dem Milizdienst ausscheiden. Ich denke, dass unser Tandem sich vor allem so gut eingespielt hat und schon viele Jahre zusammenhält, weil wir so sehr verschieden sind. Das heißt, dort, wo es nötig ist, mit Ausdauer zu arbeiten, geduldig zu grübeln, nicht wegzulaufen und sich 10-mal umzuschauen, dort bin ich die Richtige, weil ich bedächtig bin und eine Sache aussitzen kann. Nathan ist ein motorischer Mensch. Er ist energischer, zupackender und kann Dinge machen, die ich nicht fertig bringe. Er kann zum Beispiel Nein sagen. Alexandra Marinina lebt in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung an einer recht lauten Ecke der Stadt. Die fliegenden Händler schlagen hier ihre Märkte auf und auch Bücher werden, wie üblich in Moskau, unter freiem Himmel verkauft. Die Autorin wird von ihren Lesern oft auf der Straße oder beim Einkaufen angesprochen. Manchmal bekommt sie eine Rose als Dank für ein spannendes Buch geschenkt. Marininas erster Ratgeber ist nicht ihr Agent, sondern ihr Mann. Sergei Satochny, Professor an der Juristischen Akademie des Innenministeriums, beschäftigt sich mit organisierter Kriminalität, mit Mafia und Mord. Braucht sie einen spektakulären Fall oder eine fachliche Auskunft, macht es ihm Spaß, ihr einen Hinweis zu geben. Dafür taucht er auch immer wieder mal in ihren Büchern auf. Die beiden lernten sich vor 10 Jahren in der Straßenbahnlinie 27 kennen. Es war schon ziemlich spät, Feierabend. Die Straßenbahn von der U-Bahn-Station Wojkowskaja in Richtung Temirjasjewski-Park war überfüllt. Sie hielt an der Juristischen Akademie und es waren sehr viele Leute eingestiegen. Jeder stand so, wie es gerade kam. Dem Mädchen neben mir habe ich angesehen, dass ihr das Gedränge unangenehm, peinlich war. In ihren Augen lag eine, entschuldigen Sie, gewisse Schwermut. Dieser Moment war so etwas wie Schicksal. Ich kann schwer sagen, was ich damals empfunden habe. Da fehlen mir die Worte. Seitdem trafen sich Mascha und Sergej nicht nur in der Bahn, sondern auch im Moskauer Sokolniki-Park. Dort zu flanieren oder den Pensionären beim Tanz zuzuschauen, ist für sie bis heute ein traditionelles Sonntagsvergnügen.
Uns gefällt der Pavillon, wo die älteren, feingemachten Damen und Herren tanzen. Wir haben dort unsere Bekannten. Denen, die wir nicht kennen, geben wir einfach Spitznamen nach bestimmten Äußerlichkeiten. Der Glatzköpfige, der Dicke, die Geschminkte und so weiter. Nach einem Spaziergang im Sokolniki setzt sich die Marinina oft bis in die späte Nacht an den Computer. Während ihrer Institutsarbeit hatte sie bereits 18 Romane veröffentlicht. Als freie Autorin ist ihre literarische Ausbeute der letzten zwei Jahre geringer. Immer häufiger ist sie auf Anregungen Sergejs angewiesen, der früher Fahnder war und an der Beweisführung von Strafprozessen mitgearbeitet hat. Natürlich diskutieren wir viel und ich provoziere sie, damit es nicht bei den reinen Banalitäten aus dem Polizeialltag bleibt. Das Besondere bei Masha ist, dass sie zwar ein Sujet aus dem Leben braucht, aber die eigentliche Story in ihrem Kopf konstruiert. Es gibt Tage, da komme ich von der Arbeit und sie sitzt am Schreibtisch und sagt, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll, vielleicht sollten wir einen Mord begehen. Die Moskauer haben sich an die Aufteilung ihrer Stadt in Machtbereiche der Mafia gewöhnt. Es gibt eine Rangfolge der kriminellen Delikte. Wirtschaftskriminalität bedeutet ein honoriges Vergehen. Sexualverbrechen und Straßenkriminalität hingegen gelten als verwerflich. Auch die Mafia hat kein Interesse, derartige Delikte in ihrem Einflussbereich geschehen zu lassen. Geschichten paktiert die Kommissarin Kamenskaya mit dem Mafioso Denisov, um einen schwierigen Fall zu lösen. Man kann natürlich nicht direkt Kontakt mit der Mafia aufnehmen, das käme schon in die Nähe von Korruption. Aber im Alltag, bei der Aufdeckung von Verbrechen, da ist auch die Mafia daran interessiert, Einfluss zu nehmen auf Märkte, die sie kontrolliert. Es gibt eine Vielzahl von Kompromissen und das ist gut. Плюс здесь, на мой взгляд, так же как и ваших правоохранительных органов, безусловно существует. Ich hatte eine Begegnung mit einem Mafioso, der zu einem losen geheimen Kontakt mit uns bereit war. Ein anerkannter, geschätzter Mann, eine Autorität, so eine Art Pate. Негласный контакт с правоохранительными органами. Причем он был действительно авторитетным. Er hat uns Informationen über Personen gegeben, die Kinder in kriminelle Machenschaften reinzogen. Warum hat er das getan? Weil ihm als Junge so etwas widerfahren ist. Eine unangenehme Geschichte, die sein Leben von Grund auf veränderte. Deshalb wollte er dafür sorgen, dass das anderen nicht widerfährt. In ihrem Roman »Der Rest war Schweigen« wählt Marinina die Metro als Tatort einer zufälligen Begegnung zwischen mehreren Unbekannten. Die Mafia fühlt sich bei der Übergabe von Geheimdokumenten von einer jungen Frau beobachtet und verfolgt sie. Sie nahm den Weg über die Rolltreppe, die zum Übergang auf die andere Station führte. Igor ging hinter ihr und ließ sie nicht aus den Augen. Sie ging schneller, aber ruhigen Schritts, ohne sich umzusehen. Als sie die andere Station erreicht hatte, kam gerade eine Bahn, doch aus irgendeinem Grund stieg sie nicht ein, sondern blieb stehen. Die Metro entfernte sich wieder und Igor erkannte, dass auf dem leeren Bahnsteig außer der Unbekannten noch eine weitere Person zurückgeblieben war. Das gefiel Jerochin ganz und gar nicht.
Weil die junge Frau einem Polizisten einen Zettel zusteckt, wird der Mann an der Station Taganskaja hinter einen Bauzaun gelockt. Der Milizionär, der die Notiz auch für Dollar nicht hergeben will, wird ermordet. Noch heute gleicht der im Roman beschriebene Tatort dem Originalschauplatz. Auch der Bauzaun steht noch, wie vor 3 Jahren, als Marininas Buch in Moskau erschien. Если взять соотношение погибших работников милиции с погибшими сотрудниками полиции, vergleicht man die Verbrechen an Milizionären mit dem, was in Deutschland, Amerika oder Japan passiert, so liegt die Zahl der Todesfälle bei uns um ein Vielfaches höher. Die Täter sind brutaler geworden. Sie sind bewaffnet und organisiert. Es wird geplant und oft stecken hinter vielen Verbrechen riesige Geldsummen. Vor 20 Jahren war es ein Tabu, einen Milizionär anzugreifen. Das ist heute Alltag und geschieht oft nur, um in den Besitz einer Waffe zu kommen. Galten Milizionäre noch in den 80er Jahren als Menschen ohne Fehl und Tadel, so hat sich ihr Bild in der Öffentlichkeit in letzter Zeit extrem verändert. Der schlecht bezahlte Polizist wird als durchweg korrupt, ängstlich und inkompetent dargestellt. Allen Ärger über die großen und kleinen Verbrecher bekommt er zu spüren. Почему-то газеты забыли о том, что есть и другие милиционеры, те, которые работают честно, высокопрофессионально. Aus irgendeinem Grund haben die Zeitungen völlig vergessen, dass es auch andere Milizionäre gibt, die ehrlich und professionell arbeiten und die ihren Beruf lieben. Wenn alle saufen, sich bestechen lassen oder Nebenjobs nachgehen, dann würde kein einziges Verbrechen aufgeklärt werden. Deshalb kränkt es mich sehr, dass die Leute tagtäglich in den Zeitungen Geschichten über schlechte Milizionäre lesen und nirgendwo über Anständige geschrieben wird. Aus dem Grund habe ich mir gedacht, wenn es doch richtige Profis bei der Polizei gibt, und das muss ich ja am besten wissen, dann sollen sie in meinen Büchern vorkommen. Aber ich tue natürlich nicht so, als bestehe die ganze Miliz nur aus grundehrlichen Leuten. Vielleicht ist es neben der Alltäglichkeit des Sujets und der Normalität der Helden auch die Hoffnung auf Recht, Ordnung und Sicherheit, die Marininas Bücher zu Bestsellern werden ließen. Seit kurzem können die Moskauer die Kultfigur Kamenskaja allabendlich auch im Fernsehen erleben. Die Station NTV verfilmte 6 Romane als Serie. Jelena Jakovlevna, am Theater sonst in Tschechow- oder Schiller-Dramen zu sehen, spielt die Titelrolle. Diese Kamenskaja sagt von sich, sie sei ein moralisches Monstrum. Immer stellt sie das Gefühl hinter ihren logisch-analytischen Verstand. Im Privatleben ist sie unzuverlässig, eine schlechte Köchin und Hausfrau. Morgens kommt sie nicht aus dem Bett, raucht viel zu viele Mentholzigaretten und trinkt literweise Kaffee. Nur eins liebt sie wirklich, ihren Beruf. Dafür ist sie bereit, alles aufs Spiel zu setzen, eine Nacht mit einem Killer in einer verschlossenen Wohnung zu verbringen oder es mit dem gefährlichsten Mafiaboss aufzunehmen. Die Marinina entwirft das Bild einer modernen, unabhängigen und selbstbewussten Moskauerin und wird dafür zumeist auch von Leserinnen verehrt. Die Autorin bekennt, dass ihre Heldin 95% aller Eigenschaften von ihr selbst hat. Einen Roman ohne diese Figur zu schreiben, ist für Alexandra Marinina undenkbar. Ich kann mir das aus 2 Gründen nicht vorstellen. Der erste Grund besteht darin, dass ich meiner Heldin meine eigene Weltsicht, meine Denkweise, meine Logik mitgegeben habe.
Ich kann nur über Gedanken und Gefühle schreiben, die ich selbst kenne. Bei einer anderen Figur ist das für mich nicht vorstellbar. Der zweite Grund. Die Leser wollen über Nastja etwas Neues erfahren. Sie erwarten jedes meiner Bücher mit Ungeduld. Sie wollen wissen, wie sich Nastjas weiteres Leben, das ihrer Freunde, ihrer Verwandten gestaltet. Wer bekommt Kinder? Wer heiratet wen? Sie wollen keinen anderen Helden. Ich weiß genau, dass es unter meinen Lesern sehr viele Studenten, arbeitslose Frauen und Rentner gibt. Wenn Sie ein Buch für 30 Rubel kaufen, dann bedeutet das, dass Sie auf irgendetwas Wichtiges verzichten, auf ein Mittagessen oder auf etwas anderes, das Sie sehr brauchen. Das tun Sie nur, weil Sie etwas über Nastja lesen möchten. Sie würden dann das Buch aufschlagen und Nastja wäre nicht mehr da. Ich kann Sie doch nicht enttäuschen. Und so wird sich Alexandra Marinina auch künftig, wenn die Dunkelheit über Moskau hereinbricht, an ihren Schreibtisch setzen und sich neue Morde ausdenken. Ihre Kommissarin Kamenskaja wird alle Kraft aufbieten müssen und sogar die Mafia um Hilfe bitten, um die Verbrecher der Stadt zur Strecke zu bringen. Пусть тебе приснится самый светлый сон.